Herzlich willkommen zu unserem EM-Spezial-Podcast hier in Fair. Und heute haben wir wieder einen neuen Gast. Haben wir einen neuen Gast, der sich jetzt schon halb tot lacht, und zwar Ben. Hallöchen, Ben. Servus. Hallöchen, Max. Max, hallo. Kennen wir alle schon, Chris, unseren Superhost und Administrator. Und ich bin ja der Henning, und vielen Dank. Genau. Und heute sprechen wir über Apex. Und ich dachte, wir reden darüber, dass Hertha und Schalke scheiße sind. Ja, darüber brauchen wir heute nicht zu reden, weil darüber haben wir die letzten Podcasts schon geredet, die ganze Zeit. Oh, ist also ein Standardthema hier. 98% der Zeit wurde mit diesem Thema gefüllt. So, wir haben den. Heute ist der 12.07.2024 und wir haben noch ganze 2 Tage bis zum Finale. Und leider ohne deutsche Beteiligung. Da haben wir alle sehr laut geweint. Und echt? Ja, haben wir. Du nicht. Ich nicht. Du nicht, okay. Ja, möchtest du das weiter ausführen, das Thema? Bitte? Möchtest du dich dazu weiter äußern? Nee. Gut, dann haben wir alle laut geweint, du nicht. Und meine Frage an euch, wie war die EM bis hierher für euch? Was habt ihr für einen Eindruck? Wie ging es euch? Was hat euch gefehlt? Was hat euch nicht gefehlt? Was war zu viel, was war zu wenig? Und so weiter und so fort. Gerne. Okay. Also, eigentlich war die EM echt gut, abgesehen von den behinderten Schiedsrichterleistungen. Okay, teilweise. Da möchte ich jetzt direkt mal eingreifen. Ja. Das sagen wir dann vielleicht einfach an der Stelle mal anders. Dir haben die Schiedsrichterentscheidung nicht gefallen. Dämlichen, ja? Inkompetenten Schiedsrichtern, okay, die keine Ahnung hatten, was sie da überhaupt pfeifen. War das eigentlich ganz cool, ja. War ganz schön. England ist im Finale. Am Anfang habe ich gesagt, ich bin für England, danach war ich für Holland, dann bin ich wieder für England. Richtig, es war sehr schwankend. Für alle, die das verpasst haben, können sich die vorigen Podcast-Folgen gerne nochmal anhören. Max war sehr davon überzeugt, dass England nicht würdig ist, im Finale überhaupt in irgendeins der Finals zu spielen. Sind sie überhaupt nicht. Sind sie überhaupt nicht. Aber ich will, dass sie gewinnen, weil Spanien hat es auch nicht verdient. Also hätten sie schon, ja, aber nein. Gut. Ich bin dafür, die EM ist jetzt beendet. So, ja. Einfach so ohne Finale. Ohne Finale. Ich würde sagen, Albanien gewinnt, oder? Nee. Georgien. Oder Tschechien. Irgendwie. Oder Slowakei, die hätten sich das wenigstens verdient. Wie sie sind, ja, haben ja fast England rausgeworfen. Richtig, richtig. Das war Nein, auch. Niederlande ist Meister der Herzen. Auch wegen den Fans. Ja. Ja. Links, rechts. Und, und Anthony Taylor, Meister der Fäuste. Anthony Taylor? Ja. Okay, hilf uns bitte auf die Sprünge. Das ist der Schiedsrichter, der das deutsche Spiel gepfiffen hat. Ah, okay, wir rausgeflogen sind. Ja, ja, ja. Weil der die Sportart verwechselt hat. Mit Handball. Ja. Aber der wurde auch schon vorher, habe ich gehört oder gelesen, von der UEFA degradiert in die zweite Bundesliga? Nein, in die zweite englische Liga. Oder in die zweite englische Liga. Es genau. Gab glaube ich, 22 oder 23 das Europa-League-Finale zwischen Sevilla und irgendeinem anderen Team. Roma. Ach. Und er hat wohl laut Aussagen von Mourinho schon in dem Spiel eher für die spanische Mannschaft gepfiffen. Und deswegen hat er gesagt, er findet es eine Frechheit, dass er generell als Schiedsrichter für ein Spiel, wo eine spanische Mannschaft dann beteiligt ist, ausgewählt wird. Noch dazu als Engländer, die ja sowieso ein Problem haben mit Deutschen. Okay, davon habe ich nichts gehört. Hat Mourinho sich nochmal jetzt dazu geäußert nach dem Deutschlandspiel dann, oder? Ob er sich im Nachhinein geäußert hat, weiß ich gar nicht so genau, aber ich weiß, er hat im Vorfeld gesagt, er findet es eine Frechheit, dass so ein Schiedsrichter dieses Spiel pfeift. Ja. Er ist ja auch gerade kein guter Schiri. Nee, der hat doch jetzt seine Karriere beendet, oder? Mourinho? Der Schiri jetzt vom... Ach, der Schiri? Ja. Ich glaube nicht. Nee, er darf auf jeden Fall keine internationalen Spiele pfeifen aktuell. Super. Ich weiß nicht, ob auf Vereinsebene irgendwas noch ist, aber... Naja, das, wo er degradiert wurde, und dann habe ich gehört, dass die... Wer macht die EM? Wer? Wie heißen die? UEFA. UEFA. UEFA, das einfach nur blöd fanden, dass er nicht einmal zum VAR gerannt ist bei diesen Hand oder nicht Hand.
Ding. Ich glaube, das hat die gar nicht interessiert. So hatte ich das bei den einen Artikel, den ich gelesen habe, aufgenommen, dass der, die waren total unparteiisch, war es jetzt Hand oder nicht, die haben sich einfach bloß aufgeregt, dass er, obwohl alle irgendwie geschrien haben, nicht einmal zum Bildschirm mal guckt und was eigentlich, wofür der VAR ich da ist. Ich frage mich auch, wie man das nicht sehen kann, wenn man genau davor steht. Na, gesehen hat das ja. Er hat das Handspiel ja gesehen. Aber es war ja eine normale Bewegung. Und er hat danach noch gelächelt. Als Ja, ich weiß, der hat ja der Musiala angelächelt. Ach nein. Doch. Ups. Also, wie auch immer, Handspiel war es, das ist Fakt. Die Frage war jetzt einfach, wie wird es geahndet? Und dass man definitiv, wo man diesen VAR einfach ja hat, dass man auch bitte nachguckt. Das ist nicht passiert und meiner Meinung nach Ende der Diskussion. Da kannst du den jetzt in die zweite englische Liga verbannen oder suspendieren diesen Schiri oder du kannst es lassen, weil es hat jetzt keine Auswirkungen. Er kann auch gerne in die zweite Bundesliga kommen und Hertha-Spiele pfeifen, vielleicht gegen Schalke. Ja, vielleicht wird das ja interessant. Für Schalke, dann die würden wir bestimmt auch mal was. Ja, dann könntet ihr wenigstens wieder mal aufsteigen, ne? Max, bitte. Der hat ja auch schon mal ein Spiel pfiffen, deswegen ist der ja runtergegangen, weil der Tottenham gegen Chelsea gepfiffen hat, da wurde Kukurea an den Haaren gezogen im Strafraum, der wurde an den Haaren runtergezogen und der Schiri so, ja, ist kein Elfmeter. Deswegen wurde der in die zweite englische Liga degradiert. Dieser Schiri? Ja, okay. Weil der selbst in der Premier League gepfiffen hat wie ein absoluter Noob. Wie eine Pfeife. Ja. Statt in England, ne? Naja, gut, diese Zuschreibung wollen wir jetzt hier mal nicht so extrem. Ja, ist halt ein englischer, komischer, inkompetenter Schiedsrichter. Ist halt einfach ein Schiedsrichter, der eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Ja, vielleicht ist er auch einfach Hertha und oder auch Schalke-Fan. Das kann man ja nicht wissen. Könnte man ihn mal fragen. Vielleicht schreiben wir ihm einfach mal auf Instagram oder so. Ein Brief nach England, genau. Ja. Oder eine E-Mail. Ich will gar nicht wissen, wie viel Hass der bekommen hat auf seinen Social Media Account. Vielleicht hat er ja auch vorbeugend gar keinen Social Media Account. Ja, danach wünscht man ihm, dass er keinen mehr hat. Genau. So, Ben, wie war es für dich? Also Max hat ja das jetzt mit den Schiedsrichterentscheidungen gerade geäußert. Fällt dir was ein zum Thema EM im Allgemeinen? Ja, also ich muss sagen, ich fand generell die Fans sehr ansprechend. Die Aktionen untereinander, sowohl jetzt in Bezug auf jetzt als Beispiel das Deutschland-Schottland-Spiel, wo ja dann auch die Petition gestartet wurde, dass Deutschland und Schottland jedes Jahr gegeneinander spielen. Ah, ja. Oder die Niederländer, die ja, hier die Links-Rechts-Aktion haben, was ja mittlerweile auch ein relativ lustiges Meme ist, oder generell einfach die Fans, wenn dann irgendwelche, sag mal, älteren Herrschaften auf dem Balkon standen und von den Fans bejubelt wurden. Also Fans fand ich sehr herausragend bei der EM. Ja. Die Spiele waren auch sehr spannend, größtenteils. Klar, es gab hier und da mal irgendwelche Spiele, wo man sich so denkt, ja, hier und 1-1 bei, keine Ahnung, Frankreich Deutschland gegen die Schweiz. Ja, nicht unbedingt. Obwohl, das war spannend, ja. Das war relativ spannend, dadurch, dass es halt zu spät gekommen ist. Aber es gab halt so ein paar Spiele, wo man sich so denkt, so, ja, so Top-Club gegen, sagen wir, unterklassig. Das ist ein Top-Club? Was, nein, halt eine Top-Nation. Danke. Top-Mannschaft, Sag ich mal, gegen einen unterklassigen, und dann gab es nur ein 1-1. Wie Portugal gegen Slowenien. Oder zum Beispiel. Nee, das war Slowakei. Oder irgendwie sowas, ja. Genau, sowas in der Art, meine ich. Ja. Also, dass dann überraschende Spiele dabei waren, wo man im Vorfeld... Genau, also Ergebnisse, mit denen man nicht gerechnet hat. Ja. Ich schließe mich der Aussage mit den Schiedsrichterleistungen an. Die fand ich größtenteils nicht ganz so gut. Trotzdem denke ich, dass es auch Aktionen gab, die gut gelöst waren. Mir fällt jetzt erstmal keine ein, weil ich auch nicht alle Spiele geguckt habe. Ja. Und dann gibt es halt auch so ein paar Mannschaften, von denen ich überrascht bin. Also, ob es jetzt die Niederlande ist, die sich bis ins Halbfinale vorkämpft, oder England. Mit dem Software. Ja, England finde ich eher erschreckend, dass sie sich so durchmogeln. Ja, gefühlt durchmogeln, ja. Genau.
War Georgien im Achtelfinale? Ich weiß gar nicht. Ja, Georgien. Georgien, dass sie, also dass Georgien so, dass die weiterkommen, das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Aber auch, es gibt auch Spieler, von denen ich überrascht bin. Also wenn man sich jetzt einen Donny Malen anguckt von Dortmund, auf Vereinsebene passiert wenig bis gar nichts und dann ist er fast Topscorer. Ja. Und hat schöne Ballaktionen und oder ob es ein Arda Güler ist, der die Türkei mit nach vorne treibt. Mhm. Und bei Real, wenn er Glück hat, auf der Bank sitzt. Genau, oder ob es ein Musiala oder ein Wirtz sind, die mit ihrer Art und Weise einfach vorne Chaos ins defensive Spiel des Gegners bringen, ist halt einfach schön zu sehen. Also es war, glaube ich, eine gute Bühne für junge Talente. Und Xavi Simmons, der ist mir auch, habe ich auch regelmäßig gesehen, dass der eine gute Aktion hatte. Deswegen würde ich sagen, die jungen Talente, die auf nationaler Ebene schon spielen, haben die Möglichkeit gehabt, sich nochmal zu präsentieren, zu zeigen, was erwartet uns in den nächsten Jahren. Gab ein paar Spieler, die jetzt ja nicht dabei waren. Gavi für Spanien zum Beispiel oder in Deutschland war doch auch irgendjemand nicht dabei. Moment. Rede von Jungspielern. also es gab ein paar jüngere Spieler, die DEM ja verpasst haben. Brand. Das Rede von Jungspielern. Ja, das ist ein Brand. 24 oder 25 oder irgendwas. Also ja, ich glaube, man weiß, was ich meine. Ja. Nein, dann bei Spanien die zwei. Unglaublich. Lamine Yamal und Nico Williams. Oh ja. Vor allem Telefon klingelt. Ich leg mal kurz auf, ja. Danke. Jetzt, morgen, wer wird morgen 17 Jahre alt? Lamine Yamal. Ja. Yamal. 17. Das Tor war super. Ja, das war ganz okay. Ja. Und auch so gut, wie sie untereinander agieren, weil die spielen da so schnick, schnack, schnuck und zu gucken. Und also man merkt, die sind noch Kinder. Saustark, ja, die Spanier. Unglaublich. Dann im Gegensatz dazu Ronaldo und Pepe, die dann jetzt höchstwahrscheinlich ihre letzten Länderspiele gemacht haben, auch. Nein, nicht nur die beiden. Ich meine jetzt die Ältesten, oder? Man, die zwei Ältesten im Turnier sind die beiden, glaube ich. Ne? Natürlich sind jetzt vielleicht die zwei Ältesten. Ja. Aber man darf nicht vergessen, Müller hat gesagt, er hört auf. Ja. Groß wissen alle seit langem, dass er aufhört. Ja. Neuers letzte EM, Modric ist weg. Ja. Thiago Pepe ist auch auf jeden Fall. Wir reden von der EM, nicht von der WM. Thiago ist Brasilianer. Aber das weißt du als Schalker natürlich. Nein, Thiago ist Spanier. Thiago Alcantara. Ja, Thiago Alcantara ist Spanier. Ich habe ihn mit Coutinho verwechselt. Ja, okay, dann Thiago. Aber der hat ja eh nicht bei der EM mitgespielt. Der ist trotzdem weg. Wer hört denn noch auf? Irgendwer hört doch noch auf. Mehr willst. Ja, also halt für viele, die, sag ich mal, die Jugend und den Fußball, den wir so kennen, geprägt haben, hören ja jetzt auf. Ja, höchstwahrscheinlich auch so ein Arnautovic. Arnautovic, ja. Österreicher. Ja, okay. Weißt du, natürlich. Wahrscheinlich dein Lieblingsspieler, war. Ja, ich nenne ihn auch immer liebevoll Astronautovic, weil er einfach abgehoben ist. Auch. Ja, der ist so der kleine Ibrahimovic. Und ich bin ein absoluter Ibrahimovic-Fan. Und Ibrahimovic war übrigens auch nicht bei der EM dabei. Weil Schweden halt nicht bei der EM dabei war. Aber er hat schon, du weißt, dass er seine Karriere schon beendet hat, ne? Ja, ja. Ja? Ja, habe ich schon gehört, ja. Also er hätte auch gar nicht bei der EM mitmachen können. Selbst wenn Schweden sich qualifiziert hätte. Ja. Na, hätten sie ja Alexander Isak gehabt. Ja. Spielt bei Newcastle. Ja. Oh, der kann nix. Der ist gut. Ach ja, also wir haben übrigens ganz interessanterweise einen Schalker und einen Dortmunder nebeneinander auf dem Sofa sitzen. Fällt mir da gerade mal auf. Ich glaube, man merkt. Naja, ihr habt euch ja trotzdem doch noch recht lieb, sage ich mal. Also man spürt auch Liebe. Wenn auch so diese... Hass, Liebe, okay. Nein, die Gemeinsamkeit, Fußball. Bleibt. Ja, ohne einander wäre die Spannung halt auch nicht da. Deswegen sitzt ihr ja jetzt auch heute zusammen auf dieser Couch. Schöner Zufall. Das war wieder so richtiger. Also, jetzt ist auch über die Aussage ist er jetzt stolz, dass ihm das noch aufgefallen ist. Henning, du hast ihn zwei Minuten vor
vor Podcast-Beginn reingeholt, damit wir noch jemanden haben, der das dabei ist. War lange Alter. Geplant. Er hat dafür unterschrieben. Ja, was habe ich unterschrieben? Ne, mein Tippzettel habe ich unterschrieben. Ein Vertrags. Ich habe mein Tippzettel Vereinbarung unterschrieben. Mit dem BVB. Genau. So, dann haben wir jetzt übermorgen das große Finale in Berlin. Ja, und Chelsea gewinnt. Jetzt hätte ich gerne mal eine Einschätzung dazu von euch beiden. Möchtest du anfangen? Nein. Okay. Also ich denke, es wird ein spannendes Spiel. Ich sage, dass Spanien sich am Ende durchsetzt. Einfach aufgrund dessen, dass sie halt diese jungen, spritzigen Spieler vorne haben. England hat sich ja meiner Meinung nach unverdient fürs Finale qualifiziert, weil sie halt einfach nicht die Leistung bringen, die man erwartet. Und ich glaube, dass sie diese Leistung gegen das oder dass das, was sie diese EM gemacht haben, nicht ausreicht, um Europameister zu werden. Ich hoffe natürlich, dass der Schiedsrichter jetzt nicht so eine große Auswirkung. Wir werden alle sterben, die Welt geht unter. Ich hoffe, dass der Schiedsrichter nicht so eine große Auswirkung auf das Spiel hat, dass er, wenn es eine Situation gibt, zum VAR geht. Einfach um wirklich alles so genau wie möglich zu machen. Ja. Ich denke, dass wir eine super Kulisse erwarten können, sowohl von der UEFA, was die vorbereitet haben fürs Finale, als auch von den Fans. Ja, das ist so. Ich freue mich drauf. Wenn ich Zeit habe, gucke ich es auch. Ah ja, okay. Ist noch nicht geplant. Noch nichts geplant, sozusagen. Für dein Vergnügen. Das ist abends Spiel, ne? 21 Uhr. Dann werde ich es wahrscheinlich gucken. Wie spät ist es? 21 Uhr. Tag. Samstag. Sonntag, 21 Uhr. Ach nee, dann kann ich nicht gucken. Ja. Apex dann Time? Muss der Kleine schalt gleich ins Bett. Ist das nicht diesen Sonntag? Übermorgen, ja. Das hast du gut erkannt. Deswegen hat er vorhin gesagt, in 2 Tagen. Ja, da habe ich Projekt, das ist, kann ich doch gucken. Das ist meine Meinung zum Finale. Okay, Max, auch wenn du es nicht sehen ich kann's werden glauben. Möchten, können, solltest, ich wollen, warum Montag auch zu Hause, immer. Wir haben Projektwoche. Du gehst bitte zur Schule. Guck aber trotzdem Sonntagabend das Spiel. Was denkst du, wie wird's ausgehen? Ich glaube, es wird ein richtig gutes Spiel von Spanien, aber England gewinnt. Okay, wie geht's aus? Was ist dein Tipp? 3-2 England. Ui, 3 Tore, die Engländer. 3 Tore, die haben im ganzen Turnier noch keine 3 Tore geschossen, glaube ich. Fast nicht. Jedenfalls nicht ohne Eigentor. Na, besser denn? Als Frankreich, ne? Ja. Aber ich glaube, die Engländer haben sich ja eigentlich haben die nur Halbfinale, finde ich, halbwegs gut gespielt. Die erste Halbzeit. Ja, die erste. Was war denn die zweite? Die habe ich nicht mehr geschaut. Ja, zum Glück nicht. War die schlecht? Nee, war okay, war halt England. Also, ja. Southgate-Fußball? Quasi. Okay. Also, ich würde sagen, ich glaube, wenn wir mal Trippier aus dem linken Mittelfeld rausnehmen und dafür, keine Ahnung, Bukayo Saka auf links stellen und Trippier am rechten Mittelfeld hin platzieren, dann kann das sogar was werden. Und was ist mit unserem geliebten Cole Palmer? Palmer? Er kann auf der Bank Platz nehmen. Nein. Was hat denn der gerissen, außer 29 Tore und 11 Assists zu Chelsea? Pass mal auf, das hat er nämlich gerissen. Der hat in der Nachspielzeit gegen Holland den Assist geliefert. Ich weiß. Ja, also. Ja, dann setzen wir Trippier vielleicht doch auf die Bank. Achso. Keine Ahnung, entweder Trippier oder Cole Palmer. Einer von beiden muss auf jeden Fall spielen. Können wir ja dann gucken und wir sagen dann einfach dem Southgate Bescheid. Solange Bukayo sagt, ich muss kurz sagen. Schick mal eine E-Mail dann einfach. Ich hab seine Handynummer. Olympiastadion. Ist mein bester Freund. Ja. Wir gehen jeden Sonntag Kaffee trinken. Dann vorm Spiel auch am Sonntag jetzt? Ja, okay. Dann gebe ich ihm dann die letzten Taktikanweisungen. Ich wollte sagen, entweder schickst du ihm den Link von dem Podcast hier oder du machst ihm so ein paar Notizen, steckst ihm einen Stutzen rein. Ja, ich schreib damit. Genau, das könntest du wirklich mal machen dann so. Und dann tippen wir auch. Also. Für England. Ja. Okay, Max. Und dann ist England verdienter Europameister, weil sie waren ja bei der letzten Europameisterschaft auch im Finale. In Wembley. Sogar daheim. Das haben sie verloren. Genau. Gegen die Italiener. Football was almost coming home, glaube ich.
In London? Das Einzige, was coming home war, war Kiel. Sie haben ja so, it's coming home. Ja. Aber es ist not coming home. Ist nicht passiert, genau. Ja, ja. Das Einzige, was coming home war, war der Ballfunkkäse. Aber sagen wir mal so, wenn jemand zweimal hintereinander im EM-Finale steht, hätte das dann nicht beim zweiten Mal irgendwie doch verdient? Nicht, wenn man sich so ins Finale mogelt. Hm. Ich finde, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Wenn Spanien das Finale jetzt verlieren sollte und in der nächsten EM wieder so souverän ins Finale kommt und dann gewinnt, dann haben sie es absolut verdient. Mhm. Aber England hat es nicht verdient. Also sie haben sich vielleicht, an die letzte EM kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, aber da waren sie im Finale und sie haben sich halt diesmal halt einfach nur durchgemogelt. Ja. Gefühlt war das so ein bisschen der Stil, genau. Ja, aber ich gönn's Spanien nicht, weil die ja wirklich, was war das, Viertelfinale, Achtelfinale? Viertelfinale. Auch echt mit viel Glück weitergekommen sind durch unseren wunderbaren Schiedsrichterfreund. Und aber auch so wäre es knapp gewesen. Ja, aber ich glaube, selbst mit Elfmeter wären wir wenigstens ins Elfmeterschießen gegangen. Also das heißt nicht, dass wir gewonnen hätten, wir hätten den Elfmeter auch verballern können. Aber wenn wir den getroffen hätten, hätten wir auf jeden Fall viel höhere Chance gehabt, weiterzukommen. Ja. Ein bisschen schade. Würdest du noch was sagen? Ich mag Spanien eh nicht. Oder lieber nicht. Gerade nicht. Hab alles gesagt, was ich gerade sagen könnte, außer es gibt noch eine Frage. Also von meiner Seite gibt es keine Fragen mehr an euch. Es hat mir Spaß gemacht bisher, die EM zu verfolgen. Auch schöne Überraschungen, wie zum Beispiel Georgien, Albanien hat mir gefallen. Die Türkei fand ich gut. Ja. Das beste Spiel für mich war definitiv Georgien gegen die Türkei. Das war nämlich ein nicht... 3-1. Ja. Das war ein Spiel, wo man nicht gerade erwartet hat, dass das so umkämpft war und es ging von links nach rechts und von links rechts nach links zurück. Waren halt einfach besser. Das war der Hammer. Und das war ein schöner Fußballkampf, meiner Meinung nach. Und ja, ich wollte mich noch entschuldigen für ein Technikproblem, was wir beim letzten Podcast hatten, und zwar im letzten Drittel. Das lässt sich jetzt nicht mehr beheben. Ihr könnt den Podcast natürlich trotzdem hören. Das solltet ihr auch rückblickend nochmal tun. Sorry nochmal, das war auch irgendwie mein Fehler. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist, aber ich finde das Problem. Ich höre den Podcast nicht. Wollen wir das mal abspielen für ihn? Das Problem war, dass eine Audioschleife entstanden ist und ich glaube von Max Audiospur, die wirklich immer wiederholt wurde und der Podcast lief aber weiter. Also wir haben uns ganz normal weiter unterhalten und im Hintergrund hast du mal gehört, so Max Stimme, man kann auch nicht mal entziffern, was er da gesagt hat, aber er hat irgendwas gesagt. Oh Mann. Und das, mein Gott, das sind auch nur 10 Minuten oder so. Passiert. Nee, weiß nicht. Ja, passiert die halt. Nur 10 Minuten zum Ende des Podcasts durch. Naja, nee, also bei unserem Podcast bleibt jeder bis zum Schluss dran, ne? Bis zum Abpfiff. Aber klar, Abpfiff. Aber bitte, mit Verlängerung. Und genau, wir machen jetzt hier mal Abpfiff. Vielen Dank, dass ihr wieder da wart. Max, Ben, dass du beim ersten Mal dabei warst. Ich komme wieder. Chris, herzlichen Dank, das freut uns. Nächstes Mal reden wir über Eishockey. Und über Apex, genau. Und Chris, herzlichen Dank nochmal für deine technische Unterstützung. Und viel Spaß allen beim Finale. Und es wird nächste Woche noch eine rückblickende Folge geben über die EM. Und dann mache ich auch mit. Ich auch. Ich auch. Und Chris auch. Und am Samstag, also morgen in einer Woche, gibt es um 15 Uhr die Tipp-Siegerehrung von unserem Fair-Tipp-Spiel. Gibt es die live auf John? Kann man die live irgendwo live gucken? Und in Farbe unten auf in Tresen. Auf dem Live-Instagram-Account von dem Fair. Live durch deine neue Brille. Und, die ist nicht neu. Gut, dann live. Folgt mir auf Instagram. Im Tresenraum. Im Tresenraum. Ja. Kommt alle vorbei. Ich habe gewonnen. Das wollen wir dann mal sehen. Ich bin Siebter. Okay. Ich bin Erster hinter Henning. Vielen Dank. Henning. Und wir müssen nochmal sagen, dass im letzten Podcast Damien das Ergebnis von Deutschland gegen Spanien richtig getippt hat. Ja, hat er gemacht. Hat er im Urin gehabt. Oh ja. Stimmt, hat er ja gesagt, ne? Ja. Ja. Grüße an Damien. Auch mit der 119. Vielleicht kommt ja Damien beim nächsten Mal wieder vorbei. Villa, genau. Das Villa, dann muss er aber noch einen Tippzettel vorher abgeben. Am besten heute oder morgen. Damit er das Finale richtig tippt. Nein. Okay, und tschüssi. Ciao.